Die nächste Veranstaltung führt uns auf den historischen Sebring International Raceway. Ja, kein Bowling, würde ich mal sagen. Auf der Strecke wohl nicht. Oh, ich habe schon gedacht, hey, wo ich Sebring gehört habe, aber ich habe die Strecke ein bisschen vertauscht. Ich habe schon gedacht, an was habe ich gedacht? An den... War das nicht der Mazda Raceway? Oder wie der hieß? Mit dem Korkenzieher und so? Ich habe schon gedacht, so mit der Karre, aber die Strecke kann noch kommen, vielleicht. Some say he's the Stig, but he's not. He's the Stig's digital cousin. Oh ja, kommt der auch mal wieder. Gucken wir mal gegen den abschneiden. Gegen den Stiggy. So, er hat natürlich die gleiche Karre. Es waren noch ein paar andere Leute mit, aber die sind uns eigentlich egal. Wir müssen ihn hier verfolgen. Und natürlich überholen. Am besten. Oh, hier sind doch andere Karren dabei. Hier nicht mehr hier Peugeot 206 oder so, sondern die Karren werden auch langsam besser. Und ich fahre halt mal voll durch die Wiese. Genau. Komme ich da so hin? Ja, doch. So, warum? Geht's ja nach rechts? Oh, come on, ich hätte so schön überholen können. Aber nein, ich muss mal hinten drauf fahren. Ich gehe nochmal ins Weite zurück, weil wir bremsen ja schon. Guck mal, wie früh ich gebremst habe. Und ich krieg die Kurve nicht. So, irgendwie sind die Markierungen falsch oder so. Kein Plan. Guck mal, jetzt hier habe ich früher gebremst. War auch wieder scheiße. Ich glaube, ich bremse gar nicht mehr, weil es bringt irgendwie nichts. Entweder bremse ich zu früh oder zu spät. Oder ich bams den ja mal weg. Ja, hallo, hallo. Ja, guck mal, jetzt bremst der mich aus, die Drecksau. Hier einmal parteiisch oder was? Gibt's ja gar nicht. So, ah nein, nicht in die Wiese. Wo ist der Sticks? Der kommt wohl gleich. Nein. Weg da. Das macht den gar nicht. Der fährt halt einfach weiter. Gibt's ja nicht. Guck mal, man fährt nämlich auch ein bisschen weg. Eigentlich haben wir doch die gleiche Karre. Oh, der ist, drückt sich der auch noch rein. Alter, der hat doch hier gar nichts zum Sagen. Schaden, Schaden, Karosserie, Schaden. Oh Mann. Nein, der ruckelt so. Schwung nochmal zurück. Oh, er darf nochmal und nochmal. Das reicht ja auch nicht. Ja, wir müssen das halbe Rennen wieder fahren. So auf die Art. So, dann probieren wir den mal von außen. Oh, jetzt habe ich ein bisschen. Jetzt haben wir ein bisschen. Mal ich am Schwarzen vorbei. Bam, in den nächsten rein. Gibt's ja gar nicht. Es hat einmal ganz außen und ja, genau. Ich lenke, also. Ihr denkt vielleicht, ich fahre geradeaus, aber ich lenke komplett nach rechts. Also wirklich. Das gibt's doch nicht. Aber ich komme halt hier auch ein bisschen weit raus. Da muss ich halt auch ein bisschen dazu sagen. So, ich habe jetzt eigentlich genau das gleiche gemacht wie beim ersten Versuch, nur halt ja, ein bisschen leicht anders mit Gas und Bremse umgegangen. Na, Idiot! Gibt's doch nicht. So, boah, wir sind vorne. Und einmal außen überholen. Aber natürlich mit Kontakt überholen. Wird's ja langweilig. Was? Wo? Ja, guck mal. Jetzt bin ich die Kurve scheiße gefahren, nur wegen dem. Boah, ey, die gehen auf den Sack, echt, hey. Die anderen Autos hier. Ja, das kann ich auch. Aber der bleibt halt auch noch vorne, die Drecksau. Und ich kann nicht lenken in der Wiese. Boah, ey. Pff, Ich fahre mehr rückwärts wie vorwärts in dem Rennen gerade. Fällt mir gerade so auf. Oh Mann, ist das schlimm.
So, vor allem, was es eine kleine Mal gerade bremsen, was es von den Auswirkungen hat. Schon ein bisschen übel. Gell, mein Kollege? Maskerambolage. Ja, jetzt geht's ab hier. Na, brems nicht. Wo ist er, wo ist er? Mal da hinten. Das hat sich so laut angehört. Okay. Der klebt mir aber trotzdem hier an der Backe. Ja, der Schwein irgendwie schneller, kann es sein. So, oh, 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 oh. Alter, warum ruppelt der hier so? Und in die Bodenwellen? Weil ich hier in der letzten Kurve... Oh, come on! In der letzten Kurve. Okay, ich komme von ziemlich weit außen. Hier, ah, der Winkel ist auch ein bisschen kacke. So, wir sehen hier die Pfeile. Wir müssen hier weiter von außen. Und da können wir auch... Ja, wir rutschen halt. Aber dann könnten wir auch weiter innen reinziehen. Sind dann natürlich ein bisschen besser. Und jetzt wieder von links kommen, höre ich gerade. Hahaha. Kollege, nicht mit mir. Nicht mit mir, wenn ich... 500 Mal zurückspulen. Na, dann hast du keine Chance. Also, mit zurückspulen halt. Das war ja mal wieder ein Rennen, hey, also die Karre. Totale Fehlentscheidung, der Kauf. Minus 25% zurückspulen. Oh. Das heißt, wir sind ein Viertel vom Rennen eigentlich rückwärts gefahren. Wenn man das so richtig rumrechnen kann, weiß ich jetzt nicht so genau. So, Gott sei Dank noch zwei Rennen. Noch zwei Rennen mit der Karre. Wir kehren zur Heimat des Bathurst 1000 zurück, dem Mount Panorama Circuit in Australien. Oh. Da oben, wo es kurvig wird, wo es dann runter geht, also da rutsche ich ja immer. Also, ich rutsche da teilweise richtig geil runter, aber oh, mit dem Jaguar, das war, glaube ich, mein Untergang. Oh no. Und am besten kommt als nächstes Rennen noch Mazda Speedway. Das wäre dann natürlich hier total der Kopfschuss. Oh je, oh je, oh je. Ich weiß gar nicht, wie ich da runterkommen soll. Boah. Einmal ein normales Rennen. Auf der Strecke eigentlich immer ein normales Rennen. So. Ich bin mal gespannt. Also wir starten auf Platz 8. Wenn wir die Position halten, dann haben wir Bronze. Vor allem, wir können auch noch einen Platz verlieren. Und haben halt immer noch Bronze. Oh, geht mal hier weg. Mal ganz vorne mit der Schnauze. Sehr schön. Das heißt schon mal einmal Silber. So, der macht auch ein bisschen Platz. Haha. Ja, danke von mir. Hätte ich auch. Wenn ich in den Spiegel schaue und so. Oh, okay, geht noch. Schon gedacht, das war wieder viel zu spät gebremst. Ich wollte gerade sagen, eigentlich sind wir doch gerade richtig gut hier, Platz 5 und so. Aber ich sag mal, die schwierige Stelle kommt. Ja, schon mal, außerdem ja klar, wenn man auf Platz 8 startet, dann am Anfang gleich 2-3 überholt, dann ist man halt schon hier relativ schnell auf Platz 5. Und hat hier die Goldplätze schon in Aussicht. So, oh je, gleich kommt's, ey. So, mal hier ein bisschen auf Nummer sicher fahren. Eine gute Kurve. Was geht jetzt ab? Das war keine gute Kurve. Haben wir mich jetzt hier gegen die Bande gefahren? Also den Fehler, den hätten wir doch ja auch lassen können. So, einmal hier schön ausrollen lassen. So, Skullbug weg. Clemson. Ah, verdammt, Schaden. Kein Bock mit Schaden zu fahren.
Nein, warum spule ich weiter zurück? Ich wollte darauf weitermachen. So, jetzt aber. Einmal ein bisschen zu weit gespult. Aber jetzt egal. Hallöchen. Hier links. Na komm, Mann. Gib Gas oder geh aus dem Weg. Ganz ehrlich. Jetzt bremse ich den mal aus. Na, wie fühlt es sich an? Idiot. Und wir sind Platz Nummer 3, einmal Gold. Hätte ich es nicht gedacht hier nach den komischen Kurven hier. Das war ein bisschen wiese. Dass wir hier sogar schon Gold haben. Hätte ich es wirklich nicht gedacht. So, oh, das war vielleicht ein bisschen. Was? Boah, es ging gerade noch. So, der fährt hier einen Scheiß, ich auch. Ja, super. Hätten wir aufholen können oder so. Aber solange wir nicht überholt werden, finde ich das jetzt nicht so extrem schlimm. Hallo? Was will der machen? Ist ja gar nicht. So, weiß ich, kriege ich den hier noch? Also Platz 1 ist, glaube ich, viel zu weit weg. Den sieht man ja kaum mehr. Aber Platz 2 vielleicht? Ich bin gerade überlegen, wie ich die nächste Kurve jetzt anbremse. Weil dann könnte ich wohl, wenn ich die gut anbremse, dann könnte ich da vielleicht viel aufholen. Aber das Problem ist, ich darf halt auch nicht zu viel rutschen oder so dann. So viel zum Thema zu viel rutschen. Ich wollte es euch nur mal zeigen, damit ihr das auch ein bisschen bildlich im Kopf habt. So, aber oh, hey, wir sind nah dran. Auf Platz 1, hey, wie ist denn der so weit weggekommen? Ein bisschen hier Kontakt. Ist schon lange nicht mehr. Ah, jetzt fahrt er wieder ein bisschen weg. Weil er Schiss hat. So, hier ein bisschen, ja, come on. Lass mal alles gelten. Alter, die Karre. Die dürfen meine ganze Driver-Tar-Einstellung oder meine ganze Synchro hier versauen. Oh, ist doch rausgeflogen. Oh, ich rutsch auch rum. Ja, super, ja, genau. Wollte mich jetzt verarschen. So, hier rutsche ich ein bisschen. So, boah, Alter, wieder gefangen. Aber warum kann man da nicht durchfahren? Sind das irgendwie Betonreifen oder so? Genau. Oh, 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 oh. Ganz klar. Alter. Die Karre. Geht mir auf den Sack. Ich hab's jetzt schon gesehen, hey. Ich komme hier schon mal viel zu schnell an. So, jetzt geht's einigermaßen. Ja, vor allem, ich bin hier noch nie so runtergefahren. Immer ganz anders. Nein! So. Der Idiot! Alter, ich war so ein Ranch zusammen. Und der kommt nicht nach vorne. So ein Depp. Ich war ja schon kurz davor, wieder zurückzuspulen, aber wenn er sich die Chance entgehen lässt, naja, soll es halt. So, denn mal hier passiert nichts mehr Spektakuläres. Ich meine, Platz 1 ist schon ein Ziel, so gut wie. Platz 2 hat ein bisschen Abstand. Ich denke jetzt nicht, dass ich die letzte Kurve hier. Ich kann nicht zurückspulen. Fuck! Und ich sag's auch noch. Nein! Nein! Du Wichser. Alter Falter. Warum ist die Ziellinie so weit hinten? Alter, ich hab's mir selbst verkackt.
Und ich habe nicht mal gesagt, dass ich die letzte Kurve verkacke. Ich wollte es gerade sagen und dann habe ich gemerkt, so, oh fuck, ich verkacke. Oh no. Auch besser wie Bronze. Warum haben wir jetzt hier nur 15% zurückspulen und vorher hatten wir minus 25%? Ist das ja auch verschieden. Finde ich auch ein bisschen seltsam. So, komm mal hier zack, zack weiter zum letzten Rennen. Damit wenn ich mal hier die Karre hier endlich mal vom Hals haben.